Hallo, mein Name ist Chris Strubbel und ich zeige euch heute, wie wir Google Analytics in Bubble integrieren. Erstellt als erstes ein Konto, wenn ihr noch keines habt. Geht dann auf Property Einrichtung, Zeitzone, weiter. Sales Mitarbeiter von Google müsst ihr noch ein paar Informationen machen. Ihr akzeptiert die Geschäftsbedingungen und als nächstes richtet ihr den Datenstream ein. Wir haben eine Web-Applikation und ihr müsst hier eine Website-URL eingeben und einen Namen. Den Streamnamen nennen wir Google Analytics Test und die Webseite bekommt ihr aus der Bubble-URL. Das heißt, ich gehe einmal auf Preview und nehme die Domain ohne Version Test. Ihr seht hier, optimierte Analysen ist ausgewählt. Das ist quasi, dass Seitenaufrufe, Scrollvorgänge und andere Klicks gemessen werden. Wir gehen jetzt auf Datenstream erstellen. Bei Google Analytics 4 der aktuellen Version haben wir eine sogenannte Mess-ID. Und ich will euch hier kurz den Unterschied zeigen. Wenn wir zurück in Bubble gehen, unter Plugins, und wir wählen das Google Analytics Plugin vom Bubble aus, das offizielle Plugin, dann haben wir hier eine sogenannte Tracking-ID. Und diese Tracking-ID ist noch das alte Google-System. Das heißt, wenn ihr ein ehemaliges Google Analytics habt, könnt ihr auch als bestehende Tag aus Google Analytics nehmen mit dem Tracking Code. Nichtsdestotrotz nutzen wir das neue Google Analytics 4 und daher müsst ihr im Plugin auf V2 Universal Analytics GTAG.js gehen. Dann bekommt ihr nämlich statt einer Tracking-ID eine Mess-ID. Wir gehen auf die Mess-ID, kopieren diese. In der Tracking-ID Development könnt ihr ein unterschiedliches Property fürs Development anlegen, wenn ihr das möchtet, und gehen jetzt zurück auf die Seite. Achtet beim Loading der Seite darauf, dass ihr keine Adblocker anhabt. Wenn ihr die anhabt, kann es sein, dass nicht angezeigt wird. Wir gehen auf Preview. Und wenn wir nun zurückgehen auf die Startseite, Echtzeit, dann sehen wir, dass wir jetzt einen Live-Nutzer haben und das Plugin konfiguriert wurde. Wenn ihr Rechtsklick untersuchen macht und wir suchen einmal nach GTAG von Google, sehen wir auch hier, wie wir die ID, die Mess-ID im JavaScript laden. Ein weiterer Punkt ist nun, wie könnt ihr Single-Page-Applications ebenfalls in Google Analytics im Bubble tracken, obwohl ihr nur eine Seite habt. Und hierfür gehen wir zurück in Bubble und fügen eine Gruppe hinzu. Wir nennen diese Gruppe Group Home und geben ihr die Hintergrundfarbe blau. Anschließend nehmen wir einen Button, den wir Home nennen. Als zweites machen wir Booking und geben dem Button die Farbe rot und fügen eine neue Gruppe hinzu, die wir ebenfalls Booking nennen und der wir ebenfalls die Farbe rot geben. Und wir machen noch einen dritten Button, den nennen wir Confirmation. Und machen diesen grün und eine dritte Gruppe leicht versetzt, ebenfalls grün und nennen diese Confirmation. Nun gehen wir auf den ersten Button Home, Start Edit Workflow und sagen Navigation Open External URL. Destination ist Website Home URL. Dahinter ist dann automatisch ein Pfad. Dann haben wir GA für
für Google Analytics und /home. Das ist unser Pfad. GA/home. Also Google Analytics/home. Als nächstes brauchen wir nun diesen Pfad, um ihn auszulesen aus der URL. Dafür erstellt ihr ein Textfeld, Insert, und wir machen Get Data from Page URL, Pass Segments as List und lassen uns das einmal ausgeben, wenn wir auf Home gehen. Ihr seht, jetzt haben wir GA als Segment und jetzt sehen wir GA/Home. Wenn wir Debug Mode True machen, können wir das Element inspizieren. Wir klicken auf die Textebene und wir sehen, die Liste, das erste Item ist GA und das zweite ist Home. Damit müssen wir, wenn wir jetzt auf die Gruppe gehen, erstmal this element is visible on page load nicht sichtbar und sagen get data from page URL, pass segments as list. Item Nummer 2 ist, und hier müssen wir den Text genau gleich schreiben, nämlich Home, dann ist das Element visible. Schaut noch einmal zurück in den Workflow und ihr seht Home kleingeschrieben. Das muss genau identisch sein, dann ist es visible. Wir nehmen jetzt den zweiten Button, Booking, Start Edit Workflow, machen wieder Navigation, Open an External Website, Website Home URL, wir brauchen kein Slash, GA/Booking und im roten wiederum nicht visible on page load, conditional, get data from page URL, pass segments as list, item Nummer 2 ist booking, dann visible. Und drittens, confirmation, start edit workflow. Und auch hier wieder in den grünen, nicht visible on page load, get data from page URL, pass segments as list. Item Nummer 2 ist confirmation. Dann auch sichtbar. Wenn wir jetzt in Preview gehen, wir klicken auf Home, gehen jetzt auf Booking, sehen den Pass Booking und gehen auf Confirmation und sehen wiederum den Pfad Confirmation. Wenn ihr jetzt in Google Analytics geht, seht ihr nicht nur, dass wir einen Nutzer haben in Echtzeit, sondern wenn ihr unten auf Ereignisanzahl nach Namen des Events geht und geht auf Page View und Page Location, dann seht ihr, wie wir die unterschiedlichen Seiten auch hier direkt sehen. Confirmation, Home und Booking. Und das können wir wiederum in unsere Analytics-Plattform wunderbar einbauen, um dann auch bei Single-Page-Applications mit Google Analytics exzellente Analytics zu haben. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und auf bald!